Heute wird's wild. White Florida steht auf dem Programm. Wir waren lange nicht mehr da, schon eine ganze Weile her. Und hier hat sich eine Menge getan. Deswegen wird es Zeit für Updates. Wir nehmen euch jetzt mal mit. Die haben eine Drive-Thru-Safari, die ist ganz neu. Werdet ihr jetzt alle sehen hier in dem Vlog. Wie gesagt, es wird wild bei White Florida. Mittendrin sind wir jetzt hier in der Safari. Viele Tiere gibt es hier zu sehen. Also wirklich viel. Und es ist auch ein riesengroßes Gelände. Also wir waren echt erstaunt, was die hier noch so angebaut haben. Wir waren ja mal hier vor einigen Jahren. Und hier hat sich einiges getan. Also das ist ja 90 Minuten dauert, dass man hier durchfährt. Man muss natürlich auch langsam fahren. Ne? Das ist ja in allen Safari hier, diese Drive-Thru-Safari so. Da kann man ja nicht so durchballern. Aber echt schön angelegt. Ihr seht es ja, und wir haben noch einiges hier auf dem Programm. Es wird noch einiges zu sehen geben. Wir werden auch noch Giraffen füttern, die gefährliche floridanische Giraffe werden wir noch füttern. Oder was auch immer. Einiges wird uns bekommen. Und dann haben wir noch ein Treffen mit einem. Verrat doch nicht alles. Ja, das habe ich nicht verraten. Au, das ist eigentlich eine Artgenosse von uns. Aber das kommt alles später. Jetzt steht der Park hier auf dem Programm. Wir haben hier noch so einen separaten Park, wo man durchgehen kann. Und den werden wir uns jetzt auch nochmal angucken. Nochmal dazu sagen, der ist im Ticketpreis enthalten. Also, also wenn ihr die Safari macht, ist der Park kostenlos für euch dabei. Genau, oder auch Airboat Ride oder so. Egal was man denn hier macht, ist der Park automatisch mit drin. Ja, also erstmal vorweg. Ich kann mich mal hier schwenken. Hier sieht man auch eine Überblickkarte. Also der ist auch nicht klein. Und es gibt 3 Shows, die sind auch kostenfrei. Die laufen hier zu bestimmten Uhrzeiten. Mal gucken, ob wir auch noch eine von mitnehmen. So, die Bande, die brauchen wir zu treffen. Wir haben uns hier gerade so ein bisschen, das sieht ja ganz komisch aus, haben wir hier Sticks hier geholt. Machen wir da einen rein, da bei denen. Das sieht aus wie Scheiße, ne? Wirklich. Aber es ist ganz trocken, das sind irgendwie hier so zusammengepresst, was auch nicht. Kacke. Das sieht anders aus, ne? Ja. Ganz viele Mäuler. Dann nochmal ein. Oh, okay.
Möchte man jetzt aber auch nicht fahren gehen hier. Oh, voll auf den Kopf. Sag mal, was haben wir eben gemacht? Oh, Faultier gestreichelt. Oh Gott, die sind so toll. Ja, man möchte die ja richtig kühlen, ne? Aber man darf nicht, die haben auch ganz schön ganz schöne spitze Zähne und Krallen und man darf sie auch nur streicheln, wenn sie gerade fressen. Und nur auf dem Rücken, ne? Und nur auf dem Rücken, ja. Jetzt gucken wir uns hier noch den Rest an und dann war es das auch schon fast. Corinna wird uns jetzt mal sagen, was wir jetzt machen. Giraffen füttern. Giraffen füttern, jetzt ist es dran, jetzt ist es soweit. So, schwuppsdiwupps, ist die Zeit auch schon wieder um und wir sind hier durch. Also wir haben alles gesehen. Die Zeit ist noch nicht um, aber wir haben alles gesehen. Die Raffen gefüttert, wir hatten den Sluice Encounter, wir sind ja die Drive Sluice Safari haben wir gemacht. Wir können nur empfehlen den Park, also uns hat es gefallen, wie immer. Der ist von Orlando 45 Minuten circa Fahrzeit entfernt, also ist jetzt auch nicht so weit. Und für Familien ist es perfekt. Macht das ruhig mal, nehmt es mal mit auf den Plan für den nächsten Urlaub. Und habt dann einen schönen Tag, so wie wir ihn heute hatten, auch hier im Wild Florida Safari Park.